Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und du stehst 2:0 mit unserem Paladin-Deck. Meine Schätzungen waren 10 Siege. Mal schauen, wie viele es werden. Hoffentlich werden es wieder 2 Siege, damit wir da auch wirklich hinkommen in die Richtung. Das Deck ist ja ganz gut. Viele schöne, starke Diener, relativ wenig Zauber. Mal schauen, wie es weitergeht. Uta gegen ein Magier. Ihr habt es so gewollt. Ja, wir haben nur eine Weihe. Das hatten wir das letzte Mal schon, glaube ich. In einem der Spiele. Deswegen behalten wir die auch. Sodass wir die auf jeden Fall, falls Rush-Kram kommt, wir was entgegenzusetzen haben. Bluegill mag ich jetzt nicht so gerne, wegen dem Ping von ihm. Aber was soll's. Lässt sich schlecht ändern. Vielleicht spielt er ja irgendwas 3-2er-mäßiges. Vielleicht auch nicht. Ah, ist ein bisschen kacke. Aber was soll's, lässt sich ja nicht ändern. Gucken, ob der Frostbolt geflogen kommt. Vorstellen könnte ich es mir. Arkane Geschosse, okay. Bitte nicht treffen, danke. Super gut. Na egal. Ah, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Bleibt nichts anderes, als den zu spielen. Wenn er tradet, ist gut. Wenn nicht, spiele ich die Weihe. Oh fuck, bitte, lass es kein Gegenzauber sein. Gegenzauber und wir sind total im Arsch. Okay, ist kein Gegenzauber. Alles gut. Wird wahrscheinlich eine Spiegelgestalt oder sowas sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Weiß noch nicht so genau, was ich aufs Feld bringen soll, damit wir damit nicht so einen krassen Scheiß auf dem Feld haben. Vielleicht den Bluegill. Bluegill könnte gut sein. Da ist auch die Spiegelgestalt. Das sieht ganz gut aus. So, dann haben wir die beiden weg. Können das und das spielen und gut ist. Ich denke, das war ganz gut gespielt. Damit bin ich zufrieden. Definitiv. Er hat aber den Kartenvorteil. Das ist ein bisschen eklig. Aber eigentlich hat er ihn nicht, wenn ich die beiden als Karten auf dem Feld zähle. Was sie ja letztendlich auch sind. Ich nehme meine Karte. Die gefällt mir schon besser. Sehr gut. Ja, das war logisch. Das ist überraschend. Ich weiß nicht, ob er sich das erlauben kann, uns ins Gesicht zu rennen. Okay, mit einem Cheat kann er sich das erlauben. Okay. Ärgerlich, ärgerlich. Oh je. Yeah. Wir riskieren es und rennen in sein Gesicht. Für die Gerechtigkeit. Bisschen riskant, aber ich muss es versuchen, weil tot kriegen wir ihn nicht. Und ihn jetzt da rein opfern, würde uns auch keinerlei Siegeschance geben. Meiner Ansicht nach. Ich schätze, das war mit die beste Chance, die wir kriegen konnten. Er kann halt auch aktuell nichts Dickes spielen, wenn er ihn auf dem Feld lassen will, weil er halt... Er kann halt höchstens einen 4-Drop spielen, wo er mich totzaubern. Das ist die größte
größte Angst, die ich aktuell haben muss. 6 und 3 sind 9 und 3 sind 12 plus 1 sind 13. Das heißt, wir haben aktuell keine Chance, ihn zu töten. Okay. Ich werde den da auf jeden Fall spielen müssen. Jetzt müssen wir uns das angucken, wie wir das hier zusammenspielen. Der geht auf jeden Fall da rein. Der geht da rein und der geht da rein und der greift direkt an und das war's dann. Und gucken wir mal, wie wir jetzt zurechtkommen. Wir haben auf jeden Fall gute Karten auf dem Feld. 15 HP ist ordentlich. Er hat halt den Kartenvorteil, der noch größer wird. Aber das war jetzt eher ein Move dahingehend, dass er keine anderen wirklichen Karten hat. Und so ein Frustrationsmove, mehr oder weniger. Okay. Bap. Das bringt mir nicht viel, den rauszuspielen. Nochmal 6, 8, 10, 11. Reicht immer noch nicht. Machen wir es so. Ich denke, das sieht ganz gut aus, wenn er jetzt... Ich wüsste nicht mal, was er groß haben könnte. Ehrlich gesagt, ein Flammenstoß macht nichts, weil wir da zu viel HP für haben. Er müsste uns wirklich töten. Das wären zwei Feuerbälle und einen... Ja, unten in Lucky Arcane Geschosse oder sowas. Verrücktes. Oder Frostbolt mit zig Eislanzen. In der Arena ist ja alles möglich. Ich denke aber, das wäre schon passiert. Feuerball, okay. Vielleicht liege ich falsch. 7 HP mit 3 Mana. Okay, das war's. Ja, dann ging's ja nochmal gut. Da hat sich das Risiko ja bezahlt gemacht, würde ich sagen. Gott sei Dank, damit steht es 3 zu 0. Aber wie gesagt, ich denke, hätten wir irgendwie anders da an dem kritischen Punkt gespielt, hätten wir verloren. Ich denke, das war perfekt gespielt. Das freut mich auf jeden Fall. Ab in die nächste Runde. Gucken wir mal, was uns da jetzt erwarten wird. Uta gegen Rexar. Lass die Jagd beginnen. Das ist keine schöne Starterin, die können gerade... Ja, ich denke, wir können alle weg. Hab überlegt, ob ich den Yeti behalte, weil es halt einfach ein mega geiler 4-Drop ist. Okay. Gott sei Dank kam da noch ein Libra-Gnome wenigstens. Oh, da ist der Yeti wieder da. Ich hoffe, dass da noch irgendwie ein 3-Drop wenigstens kommt. 2-Drop hätten wir ja mit dem 1-1er. Ich hoffe wirklich noch auf einen... Ach du Kacke. Naja gut. Macht nix. Schauen wir mal, was das gibt mit dem Vieh. Das ist halt auch ein schöner 4-Drop, jetzt wo wir keinen 2-Drop hatten. Aber ich hätte schon ganz gerne einen 3-Drop. Hoffen wir mal. Ein Worgen oder sowas Verrücktes. Wäre gut. Ein Groko. Nicht schlecht. Mal gucken, ob er gegen den Gnome tauscht. Macht er tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Okay. Bleibt nichts anderes. Da hatten wir kaum eine Wahl. Dann wird es wohl nächste Runde der Zwielichtstrache relativ dick. Wird immerhin 4-6 stark. Das ist ein bisschen schwachsinnig, den zu spielen. Meiner Ansicht nach.
weil ich die jetzt natürlich wegopfern werde. Und er die dann erstmal Enrage kriegen muss. Schön weg mit dem, damit er den Worgen nicht enragen kann. Die Münze für einen 5-Drop, interessant. Ein azurblauer Drache. Ich wollte gerade sagen, wenn du den wegopferst, wärst du ganz schön dämlich. Okay. Wenn wir den tauschen, kann er mit dem zwei einer wegtauschen, behält den Worgen. Das gefällt mir nicht. Wenn wir ihn töten, kann er nichts außer mit dem da uns töten. Ich denke, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und hallo Yeti. Schauen wir mal. Wenn er einen Multishot hat, sind wir natürlich ganz schön im Arsch. Explosive wäre auch eklig. Mal schauen, was von beiden es werden könnte. Wenn er keine der beiden Karten hat, ist alles gut. Er ist an der Karte, die er gezogen hat. Ein Wächter von Mogushan. Auch interessant. Naja, gut. Er tradet nicht, er rennt wirklich direkt in mein Gesicht. Weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung von ihm ist. Ich habe keine Chance, zwei Karten zu spielen. Außer die beiden. Will ich das? Ich denke nicht. Ich könnte ihn spielen. Ich frage mich, ob... Ich habe keine andere Wahl, als beide da reinzurennen. Das heißt, er hat schon wieder 8 Schaden auf dem Feld. Fuck it, fuck it, fuck it. Ich habe aber nächste Runde auf jeden Fall den Wächter. Das heißt, ich spiele auf jeden Fall nächste Runde den Wächter. Dann machen wir das so. Und wir räumen den da aus dem Weg. So. Dann kann er nämlich nicht mit dem irgendwas Großartiges anstellen. Jetzt wird er wahrscheinlich seinen 2-1er in unseren Zwielichtdrachen rennen. Oder er wird halt full in Face gehen, was ganz schön krass wäre. Muss ich gestehen. Ja, das war gut. Das habe ich mir schon gedacht. Gucken, was er mit dem Drachen macht. Aktuell bringt ihm der Spell Damage halt gar nichts. Ist auch verrückt. Er tradet. Okay. Das ist nicht schlecht. Das bringt uns der Worgen nicht so viel. Der geht auf 3 hoch, bringt uns nichts. 6 Schaden nehmen, bin ich auf 9 HP, ist gefährlich. 4 und 4 geht nicht, 4 und 2 ginge. Ich frage mich, ob... I don't know. Ich denke, wir spielen den und greifen nicht an. Das ist, denke ich, das Beste, was wir machen können. Meiner Ansicht nach. Schauen wir mal. Fuck it, natürlich kriegt er das Schwein, mit dem er da einfach meinen Worgen töten kann. Ist doch scheiße. Naja, was soll's, können wir uns nicht ändern. So ist es nun mal. Echt kacke. Aua. Hoffentlich rennt er mir nicht ins Gesicht. Macht er nicht. Alles gut. Alles gut soweit. Okay. Das muss sein. Das muss sein. Und dann muss das sein. So, das sieht doch ganz gut aus. 12 HP ist ordentlich bei dem Damage-Output, den wir auf dem Feld haben. Meiner Ansicht nach. 12 HP natürlich. Ich glaube, ich habe Damage gesagt. Deadly Shot trifft natürlich den besseren von beiden.
Was soll's? Trotzdem noch okay. Irgendwas mit 2 HP, bitte. Scheiße, ey. Echt kacke. Fuck, fuck, fuck. Okay, wir müssen... Wir können nicht noch mehr Schaden nehmen, deswegen tun wir den erstmal weg. Gucken, was für eine Karte wir ziehen. Junge Priesterin. Nicht so schlecht. Machen wir. Wir fluten das Board. Gut, dass die auch gebufft wurde. So dass keine Sprengfalle oder ähnliches dann wirken kann. Es wird hinten raus ganz, ganz eklig, denke ich. Ich habe aktuell Glück, dass er seinen Schuss nicht jede Runde benutzt. Weil wenn er den jede Runde benutzen würde, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon auf viel größerem Druck. Als ich eigentlich bin. Ja, super. Er macht den kaputt. Fuck it, ey. Oder er ist blöde. Wenn ich Glück habe, rennt er in mein Face. Dann habe ich noch eine Chance hinten raus. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe noch einen Heal in irgendeiner Form im Deck. Was ich machen muss, ist auf jeden Fall angreifen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir Zeug aufs Feld kriegen. Den auf jeden Fall. Den. Den. Und gucken. Er hat nächste Runde 5 Damage. Das heißt, wir überleben danach nur noch eine Runde. Wenn er jetzt, also wenn er angreift und schießt, haben wir nur noch einen Angriff. Das heißt, wir haben 7, 9, 11, 13, 14, 18. 18, das heißt, es reicht aktuell nicht, um ihn zu töten. Okay, er hat einen Charger, wir sind tot. Und so viel dazu. Gut gespielt, was soll man dazu sagen? Ich weiß auch nicht, ob wir an irgendeiner Stelle einen großen Fehler gemacht haben. Wie dem auch sei, damit steht es 3:1. Wir machen an der Stelle natürlich wieder einen Cut, wie immer. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!